Gewohnheiten. Ja, man sagt ja, wir Menschen seien Gewohnheitstiere. Und doch, wenn ich so auf die letzten knapp 40 Jahre meiner Lebenserfahrung zurückschaue, ich durfte Menschen kennenlernen, die sind wie so ein Schweizer Uhrwerk. Menschen, die total stetig sind, die ihre Gewohnheiten haben, die ihre Rhythmen haben, ihre Routinen haben und die einfach super verlässlich und stetig sind. Und dann gibt es noch die anderen. Die haben mal da eine Idee und fangen da mal an und laufen mal in die Richtung und machen mal das und machen mal das. Und deren Leben ist ein bisschen weniger stetig und ordentlich und strukturiert und von Gewohnheiten bestimmt. Ich weiß nicht, wo du dich so einordnen würdest. Vielleicht machen wir das mal. Wer wird sich eher zur ersten Kategorie einordnen? Okay, nicht so viele. Wer eher zur zweiten? Okay, und die anderen, ihr kennt das, ne? Wer wird sich nie melden, egal was ich frage? Ja, okay. Ja, das ist in Ordnung so. Also, wenn es um Gewohnheiten geht, dann kann man schnell denken, okay, ihr seid hier bei einem TED-Talk oder Gedankentanken oder wie diese ganzen Plattformen heißen und ich mache jetzt irgendwie eine Motivationsrede, wie du die beste Version von dir selbst werden kannst und wie du deinen Alltag optimieren kannst und wie du dich verbessern kannst und dies und jenes. Aber das ist nicht das, was ich vorhabe. Ich habe kein Life-Coaching und keine Lebensberatung mit dir vor die nächsten 30 Minuten, sondern wir glauben, Gewohnheiten spielen so eine große Rolle, weil sie uns nicht einfach nur zu einer besseren Version von uns selber machen oder uns helfen, unseren Alltag zu optimieren, sondern weil Gewohnheiten wie eine Brücke sind, die diese Schlucht überwinden zwischen dem Leben, zu dem Gott uns berufen hat, und der Situation, in der wir gerade drinstecken. Gewohnheiten können uns dabei helfen, Jesus immer ähnlicher zu werden und immer mehr in das verwandelt zu werden, wer er ist. Das ist nur ganz, ganz kurz zusammengefasst. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, warum Gewohnheiten auch für uns als Christen so wichtig sind und du letzte Sonntag nicht da warst, dann empfehle ich dir einfach online dir entweder einen Podcast oder das Video auf YouTube anzuschauen von letztem Sonntag. Da hat Arthur genau diese Frage bewegt, warum Gewohnheiten eigentlich so entscheidend sind. Nächste Woche wird es um schlechte Gewohnheiten gehen und wie wir sie loswerden. Ich habe den schöneren Job, ich darf über schöne Gewohnheiten reden, also neue Gewohnheiten, die wir in unserem Leben etablieren. Und die Frage, wie schaffe ich neue Gewohnheiten im Leben? Wie schaffe ich neue Gewohnheiten im Leben? Und ich möchte drei Gedanken mit euch teilen, die entscheidend dabei sein können, dass wir Gewohnheiten einüben und etablieren. Und die erste Antwort, die ist recht grundsätzlicher Natur. Und zwar durch bewusste Prioritäten. Nun, wenn ich mich mit Gewohnheiten und Routinen auseinandersetze, dann, wenn du ein bisschen bei Social Media oder sowas unterwegs bist, dann schreien dich ganz viele Leute mehr oder weniger an und preisen dir irgendeine neue Routine, irgendeine neue Gewohnheit, irgendwie wie du deinen Tag startest oder beendest oder was auch immer. Die einen sagen auf jeden Fall, du bist irgendwie im 5 a.m. Club, also du gehörst zu den Leuten, die um 5 Uhr aufstehen, und wenn du jeden Tag um 5 Uhr aufstehst, das wird dein Leben verändern. Die anderen sagen ganz unbedingt, als erstes musst du am Tag ein Glas Wasser trinken. Das ist wichtig für nicht Dehydration, sondern Hydration oder wie auch immer. Also Wohlbefinden und sowas, das verändert auf jeden Fall dein Leben. Körperliche Bewegung, natürlich super wichtig. Entweder ein Spaziergang oder besser noch eine Runde laufen oder ein Workout. Dann bist du frisch, dann weißt du, dann bist du bereit für den Tag. Dann natürlich Frühstück. Wie wär's mit einer wöchentlichen Gewohnheit, jeden Montag vegetarisch zu frühstücken, jeden Mittwoch auf Zucker zu verzichten und am Freitag vielleicht laktosefrei unterwegs zu sein? Was natürlich dein Leben absolut verändern wird, ist, wenn du jeden Morgen kalt duscht oder ein Eisbad nimmst. Also das kannst du dir nicht vorstellen, wie das dein Leben verändern wird. Natürlich dann noch die To-Do-Liste, deine Tagesplanung oder aber auch ein Teil ein bisschen zu lesen oder das Dankbarkeitstagebuch, was dich völlig verändern wird. Also wenn es um ein Angebot an Routinen und Gewohnheiten gibt, leben wir nicht in einer Zeit an mangelnden Optionen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Gewohnheiten für uns anzunehmen und etwas zu machen. Nur vielleicht
vielleicht hast du auch schon mal so ein paar Sachen ausprobiert und bist irgendwann gescheitert. Hast dir zu viel vorgenommen und es hat nicht lange gehalten. Und die entscheidende Frage ist, welche Gewohnheiten sind denn auch so entscheidend, dass sie tatsächlich eine Auswirkung in deinem Leben haben? Wenn wir uns zu viel vornehmen, werden wir vermutlich nichts erreichen. Deshalb die Frage, wie kann es uns gelingen, die richtigen Prioritäten zu setzen, um Gewohnheiten zu entwickeln, die wirklich eine Bedeutung haben? Und all die Dinge, die ich genannt habe, mehr oder weniger, ich habe mich mit vielen von denen jetzt nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber die können alle was Gutes haben. Und doch, glaube ich, gibt es einen Unterschied in der Qualität von Gewohnheiten, die nice to have sind, und Gewohnheiten, die tatsächlich eine nachhaltige Wirkung für dein Leben haben können. Und für diesen ersten Punkt, bewusste Prioritäten zu setzen, gibt es drei hilfreiche Prinzipien, die uns helfen können, wirklich gut Prioritäten zu setzen. Ein Prinzip gibt uns Jesus in seiner Bergpredigt mit, Matthäus 6, Vers 33, da sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ein erstes Prinzip also, um Prioritäten zu setzen, ist, priorisiere Gottes Anliegen. Stell dir die Frage, was ist Gott wichtig? Wofür schlägt sein Herz? Worum geht es in seinem Reich? Einige Verse vorher wird das durch eine Gegenüberstellung noch etwas konkreter. Da sagt Jesus, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das, was Jesus uns hier mitgibt, ist, hey, wie wär's, wenn du deine Prioritäten auf die Dinge setzt, die dir keine Wirtschaftskrise oder Inflation nehmen kann, die dir Menschen nicht nehmen können, sondern die ewig Bestand haben, die aus der Ewigkeitsperspektive eine Bedeutung haben. Wie wär's, wenn du deinen Fokus darauf setzt, Gewohnheiten zu schaffen und zu etablieren, die eine Bedeutung haben über dein materielles Leben hinaus? Wenn es also um die Frage geht, welche Gewohnheiten ich priorisiere auf dem Markt der vielen Möglichkeiten, dann ist das eine Prinzip, welche Gewohnheit hat eine Relevanz und Bedeutung über dein Leben hinaus, hat ewig Bestand. Geistliches vor Materielles kann so ein Prinzip sein. Nun, das zweite Prinzip, um gute Prioritäten zu setzen, finden wir in Matthäus 22, Vers 37. Da wird Jesus gefragt, was das wichtigste Gebot ist. Und er reagiert mit dem Doppelgebot der Liebe. Ja, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Jesus priorisiert hier etwas. Ja, und er sagt, das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier wird ähnlich wie auch bei dem Vers vorher, wo es um das Trachten nach dem Reich Gottes ist, beinhaltet dieses Gebot der Liebe ganz vieles andere, um das ich mich dann nicht mehr Gedanken machen muss, wenn ich mich wirklich darauf fokussiere, Gott und meinen Nächsten zu lieben. Und wenn du Prioritäten setzen willst und da unterschiedliche Möglichkeiten da sind, dann lohnt es sich einfach, die Frage zu stellen, welche Gewohnheit trägt dazu bei, dass meine Liebe zu Gott oder zu anderen Menschen dadurch größer wird und für andere Menschen erfahrbar wird? Drittes Prinzip, um gute Prioritäten zu setzen, ist, priorisiere deine engsten Familienangehörigen und Freunde. Paulus drückt das einmal ziemlich radikal aus. Er sagt, wenn aber jemand für die Seinen, besonders für die Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Hier macht er deutlich, du kannst versuchen, die Welt zu retten, aber wenn du deine Verantwortung für die Menschen, die dir direkt anvertraut sind, nicht wahrnimmst, dann bring all deine großen Ziele und Träume nichts. Deine erste Priorität und Verantwortung, wenn es um Menschen geht und um die Frage, wer, sind die Menschen, die dir anvertraut sind.
Hausgenossen waren nicht unbedingt nur Familienangehörige, es konnten auch Bedienstete sein, es konnten auch unterschiedliche Menschen sein, die ganz eng an einem dran sind, aber es sind Menschen, die dir anvertraut sind, für die du Verantwortung hast, es sind deine engsten Familienangehörige und Freunde. Es gibt also ein paar Prinzipien, wir könnten jetzt noch einige weitere nennen, die uns helfen können, gute Prioritäten zu setzen. Das Entscheidende ist, dass wir uns überhaupt Gedanken darüber machen. Ja, welche Gewohnheit ist mir denn wirklich wichtig? Und Achtung, ich würde nicht zu schnell Gewohnheiten von anderen übernehmen. Ich habe das mal so vor 2 Jahren, ist mir letztens auch eingefallen, mal gemacht, da habe ich von einem gehört, der hatte die Routine, jede Woche ein Buch zu lesen. Und ich dachte, hey, das ist, klingt nach einer richtig guten Idee, weil ich bin eigentlich von dem so, als Kind und Jugendlicher habe ich so gut wie gar nicht gelesen. Ich habe irgendwann dann das Lesen so ein bisschen für mich entdeckt. Also habe zumindest verstanden, dass das echt sinnvoll ist, viel zu lesen. Aber es ist noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich dachte, wäre doch eine super Idee, jede Woche ein Buch zu lesen. Gut, ihr dürft mal raten, wie viele Wochen habe ich durchgehalten? Eine. Ja, ihr dürft mir schon ein bisschen mehr zutrauen. Da hinten, ja, 3, richtig. 3 Wochen habe ich geschafft. In der 4. habe ich dann nur noch die Hälfte eines Buchs geschafft. Und dann merkte ich ganz schnell, hey, ist das wirklich eine gute Idee? Macht das wirklich Sinn? Ich kam in Zweifeln und warf dann auch mein Vorhaben schnell über Bord. Und der Grund war, naja, ich habe die Idee irgendwie gut gefunden. Ich habe sie irgendwie übernommen. Aber ich hatte keine gute Antwort auf die Frage, warum ist diese Gewohnheit wirklich wichtig für mein Leben? Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Wenn eine Gewohnheit lange leben soll, brauchst du eine überzeugende Antwort auf die Frage, warum? Ich hatte eine überzeugende Antwort auf die Frage, warum Lesen gut ist, aber nicht, warum ich jede Woche ein Buch lesen sollte. Und deshalb hat diese Routine auch nicht lange überlebt. Bevor du eine Gewohnheit von irgendjemandem übernimmst, stell dir gründlich die Frage, warum? Warum ist diese Gewohnheit für dich wichtig? Jesus scheint nicht unendlich viele Gewohnheiten gehabt zu haben. Ein paar lassen sich erkennen. Eine ist zum Beispiel sehr, sehr deutlich, dass er die Gewohnheit hatte, immer wieder die Stille zu suchen, in die Begegnung mit seinem Vater zu kommen. Ich habe mal ein paar Verse mitgebracht, aber ich könnte 4-5-mal so viele Verse nennen, die ähnliche Formulierungen beinhalten. Matthäus 14, 13, da heißt es, er zog sich von dort in einem Boot an eine einsame Stätte alleine zurück. Matthäus 14, 23, und er stieg auf den Berg, um für sich alleine zu beten. Markus 1, Vers 35, er stand auf und ging hinaus und er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Lukas 5, Vers 16, er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Und wir könnten so weiter und weiter und weiter machen. Es war eine ganz klare Gewohnheit von Jesus. Es gehörte zu seinem täglichen Rhythmus dazu, sich immer wieder aus der Menschenmenge zurückzuziehen, an einen einsamen Ort zu gehen und die Stille zu suchen. Zu beten, mit seinem Vater zu reden. Eine Frage an dich. Welche Gewohnheit hätte die größte Wirkung in deinem Leben? Bei den unendlichen Möglichkeiten, welche Gewohnheit hätte die größte Wirkung in deinem Leben? Ich glaube, es ist sinnvoll, sich auf die Gewohnheiten zu konzentrieren und zu fokussieren, die Gott und dir viel bedeuten. Wir können unsere Kraft in ganz viele Dinge reinstecken, die können auch gut sein. Aber ich glaube, diese eine Frage sich zu stellen, was bedeutet Gott und mir besonders viel? Nun, ich könnte auch sagen, frag einfach nur, was will denn der Herr? Also was ist Gottes Wille? Aber ich glaube, es lohnt sich, nicht nur zu fragen, was bedeutet Gott viel, sondern was habe ich auch davon schon verstanden? Also zu begreifen, was Gott wichtig ist und zu verstehen, dass es auch für mich wichtig ist und das zu einer Priorität zu machen und sich darauf zu fokussieren,
kann entscheidend dafür sein, dass wir Gewohnheiten in unserem Leben schaffen, einüben und etablieren, die zu etwas ganz Normalem werden und die einen großen Unterschied machen, weil wir ganz genau wissen, warum wir es tun. Weil wir ganz genau wissen, welche Wirkung sie in unserem Leben entfalten. Okay, ich komme zum Punkt 2. Das zweite Prinzip, das uns helfen kann, Gewohnheiten zu schaffen, sind Vorentscheidungen. Triff gute Vorentscheidungen. Nun, was meine ich damit? Bei mir ist es so, wenn ich ins Büro komme, dann bin ich so gut wie immer, entweder laufe ich hin oder fahre mit dem Fahrrad. Und manchmal bekommen das Leute mit und sagen, boah, ich hätte auch gern diese Disziplin, aber bei mir ist irgendwie so der Schweinehund und dann fehlt mir Disziplin, mich zu entscheiden, mich mal fürs Fahrrad und gegen das Auto zu entscheiden. Und meine Antwort ist dann immer, hast du keine Wahl, brauchst du keine Disziplin. Also, wenn du erst gar kein Auto zur Verfügung hast, dann ist es ziemlich einfach, sich gegen das Auto zu entscheiden. Dann musst du diese Entscheidung nicht treffen. Dann hast du nämlich gar kein Auto zur Verfügung, für das du dich entscheiden kannst. Und das ist ein Prinzip, was es ganz häufig in unserem Leben gibt. Wenn du erst keine Süßigkeiten kaufst, dann hast du keine zu Hause und musst dich abends auf dem Sofa nicht gegen sie entscheiden, weil sie nicht da sind. In Römer 13, Vers 14 wird das im negativen Sinne beschrieben, also dort, wo es um negative Gewohnheiten geht oder zumindest Trigger zu negativem Verhalten. Da heißt es, zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt. Es gibt Situationen, es gibt Handlungen, die sind in sich noch nicht sündhaft oder von sich aus das Problem. Aber sie können dazu führen, dass wir etwas tun, was wir nicht tun wollen. Ist es falsch, ein Glas Rotwein oder auch zwei zu trinken? Nein. Wenn es dich aber in einen Zustand bringt und in eine Situation bringt, wo du entweder dann relativ automatisch auch das dritte, vierte und fünfte Glas trinkst oder andere Sachen tust, die du eigentlich nicht tun willst, dann solltest du schon aufs Erste verzichten. Ist es falsch, sich eine Serie mal anzuschauen? Nein. Aber wenn es dich wie in einen Zug bringt und du jede Woche Stunden um Stunden damit verbringst, Serienmarathons durchzuziehen, dann kann es sinnvoll sein, einfach das Netflix-Abo zu kündigen und einmal eine Vorentscheidung zu treffen, die dir viele kleine Entscheidungen Tag für Tag erspart. Welche Entscheidung kannst du einmal treffen, die dir viele kleine Entscheidungen erspart? Es ist unheimlich anstrengend, hunderte richtige Entscheidungen Tag für Tag zu treffen. Deshalb ist es so sinnvoll, die richtigen Vorentscheidungen zu treffen, die uns viele kleine Entscheidungen ersparen. Ich kann die Vorentscheidung treffen, zu sagen, ich richte einen Dauerauftrag ein und spende automatisch jeden Monat und frage mich nicht jeden Monat neu, spende ich etwas oder nicht. Ich kann es mir zur Regel machen, so wie es bei Jesus auch scheinbar war, der, für den es eine Gewohnheit war, jeden Sabbat in die Synagoge zu gehen. So kann ich sagen, hey, es ist vielleicht kein Gesetz, aber für mich ist es eine Vorentscheidung. Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Wäre es eine Sünde, sonntags nicht in den Gottesdienst zu gehen? Nein. Aber ich kann Vorentscheidungen treffen, was Standard ist, wenn ich davon überzeugt bin, dass diese Dinge gut für mich sind. Ich kann eine Vorentscheidung treffen, zu sagen, an dem und dem Tag in der Woche ist mein Sabbat, ist mein freier Tag. Für die meisten wird Sonntag vermutlich da der richtige Tag sein. Und ich kann Grundsatzentscheidungen treffen, was ich da mache und was ich dort nicht tue, muss sie nicht jedes Mal neu treffen. Ich kann bestimmte Orte festlegen, wo ich hingehe, weil ich weiß, wenn ich in die Natur gehe, dann lädt es dazu ein, dass ich die Begegnung mit Gott suche. Ich kann bestimmte Zeitfenster festlegen. Für Nelly und mich ist es zum Beispiel total hilfreich gewesen, irgendwann eine bestimmte Zeit in der Woche festzulegen, die total blockiert ist, wo wir keine Dinge irgendwie erledigen, keine anderen Termine haben, sondern nur Zeit für uns und unsere Ehe haben, weil uns das ein bestimmter Wert ist. Es ist unheimlich schwer, 100-mal die richtige Entscheidung zu treffen. Deshalb
ist es so entscheidend, richtige Vorentscheidungen zu treffen. Welche Vorentscheidungen muss ich für die Gewohnheiten treffen, die eine hohe Bedeutung haben? Wenn du ein, zwei Gewohnheiten hast, wo du sagst, hey, die sind mir eigentlich total wichtig. Das wäre so genial, wenn ich es schaffe, dass diese Gewohnheiten Teil meines Lebens und Alltags werden. Dann ist die Frage, welche Vorentscheidung brauche ich, damit diese Gewohnheiten zur Normalität in deinem Leben werden. Welche Verbindlichkeiten solltest du kündigen? Welche Dinge, welche Entscheidungen solltest du treffen? Okay, und das Letzte, das muss ich zugeben, das klingt nicht nach sehr viel Spaß. Und hat auch nicht mit einfach Wohlfühl und Schönem zu tun, sondern das hat etwas mit Anstrengung zu tun. Ja? Wie schaffe ich neue Gewohnheiten? Es braucht auch Ausdauer im Kleinen. Die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, wer im Kleinen treu ist, den wird Gott auch über Großes setzen. Menschen, die im Kleinen zuverlässig sind, werden auch im Großen zuverlässig sein. Wenn du Gewohnheiten in deinem Alltag etablieren willst, dann nimm dir kleine Dinge. Denn Gott will uns, und so durfte ich das erleben und erlebe das auch immer wieder, Gott bringt mir Dinge im Kleinen bei, bevor er mir mehr Verantwortung gibt. Und dennoch, egal wie klein eine Sache sein mag, kommt der Zeitpunkt, wo ich merke, puh, da kommen Widerstände, das wird anstrengend, irgendwie passt das gerade nicht. Wir können uns sicher sein, auch bei Jesus, und wir lesen an einigen Stellen, auch wenn Jesus sich total irgendwo in die Einsamkeit ging, die Leute liefen ihm hinterher, sie suchten ihn auf, sie ließen ihn nicht in Ruhe. Und Jesus musste richtig dafür kämpfen, seine Ruhe dennoch zu haben. In Galater 6, Vers 9 wird ein bisschen was davon deutlich. Da formuliert Paulus es folgendermaßen: Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Es gibt also die Option, und die ist manchmal sogar auch sehr wahrscheinlich, wir fangen motiviert mit etwas an und dann kommen Widerstände, dann wird es anstrengend, dann wird es unangenehm. Und es ist so leicht, es einfach über Bord zu werfen. Es ist so leicht zu sagen, ah nee, wahrscheinlich soll es das einfach nicht sein. Wahrscheinlich ist jetzt einfach nicht die passende Lebensphase dafür. Wahrscheinlich irgendwann anders. Und wir lassen nach. Wir werfen hin. Wir geben einfach auf. Und es gehört zur Wahrheit dazu, gerade bei guten, gerade bei geistlichen Gewohnheiten kannst du davon ausgehen, dass es Widerstände gibt. Dass es jemanden gibt, den Feind Gottes, der etwas dagegen hat. Dass du geistliche Gewohnheiten einübst, so wie Jesus es getan hat. Dass du Dinge in deinem Leben fest verankert hast, die deinen Blick auf Jesus richten. Die dein Vertrauen stärken. Die dir Orientierung geben. Und dann ist Ausdauer gefragt. Und wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, ist das ein Wunderpunkt in meinem Leben. Mindestens 30 Jahre meines Lebens habe ich mich als jemanden verstanden, der ganz viele Dinge anfängt, aber nur ganz wenige auch zu Ende bringt. Ich habe mit vielem angefangen und irgendwann die Lust verloren, wenn es mal anstrengend wurde, wenn Widerstände kamen oder ich irgendeine andere Idee bekam, die mir noch besser gefiel. Und irgendwann konnte ich mir aber nicht mehr sagen, ach ja, du bist halt eher so der Gründer-Pioniertyp, du bist halt eher so derjenige, der Dinge anfängt und halt nicht so zu Ende bringt. Ich habe irgendwann ein berufsbegleitendes Studium gemacht und da war das genau dasselbe. Ich kam in eine Situation und ich war kurz davor, es hinzuwerfen. Weil es schwierig wurde, anstrengend wurde, weil es mir schwer fiel. Aber ich musste feststellen, dass ich hier gewissen Lügen auch über meine Identität und über mich geglaubt habe. Und wenn ich so Dinge las, wie zum Beispiel 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, da sagt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten.
Nun, irgendwann habe ich angefangen mit Sport zu machen und ich habe festgestellt, hey, an der Startlinie zu stehen ist cool, aber einfach so mittendrin einfach hinzuwerfen, weil es anstrengend wird, ist nicht ganz der Sinn der Sache. Eigentlich will ich nicht nur jemand sein, der gut startet. Eigentlich will ich nicht am Ende meines Lebens zurückblicken und zu sagen, ich habe mit vielem begonnen, aber ich habe nichts zu Ende gebracht. Eigentlich will ich nicht nur Anfänger sein. Eigentlich will ich auch Vollender sein. Eigentlich will ich auch jemand sein, der auch mal die Ziellinie überquert und nicht nur die Startlinie. Und vielleicht klingt das total fremd für dich, weil wenn du etwas beginnst, dann ziehst du das auch durch. Aber hier eine Minute für all diejenigen, die das Problem, was ich habe, auch kennen. Vielleicht glaubst du gar nicht mehr daran, dass du auch dazu berufen bist, Vollender zu sein und nicht nur Anfänger. Aber das ist eigentlich unsere Identität. Wir sind nicht nur dazu berufen, Dinge anzufangen, sondern auch zu vollenden, durchzuziehen. Nun, wie gelingt das? Die erste Antwort, die bei mir ganz klar war, ist, ich muss mich mehr anstrengen. Ganz klar. Ich habe früher in der Schule manchmal gehört, hey, eigentlich bist du ja gar nicht so dumm, aber wenn du dich nur mehr anstrengen würdest, dann wären auch die Noten besser. Also war meine Antwort klar, ich muss mich mehr anstrengen. Streng dich an. Und immer wenn es schwer wurde, dann war das meine ganz einfache Antwort. Meine innere Stimme war immer, streng dich einfach mehr an. Und es hat etwas in meinem Leben verändert. Ja, ich musste tatsächlich auch lernen, manchmal eine höhere Anstrengungsbereitschaft zu haben, manchmal durchzuziehen und nicht beim kleinsten Widerstand aufzuhören. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. In Hebräer 12, Vers 1 und 2 wird deutlich, wie wir einen Lauf nicht nur beginnen, sondern auch tatsächlich vollenden. Deshalb auch wir, weil wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen in dem Wettkampf, der uns verordnet ist. Wodurch? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und weißt du, hier ist Anspruch und Zuspruch. Hier ist ein Anspruch, ja, Gott sagt, du läufst. Du läufst. Nicht nur Jesus läuft, es bringt uns nicht in eine Passivität, nein, du läufst. Und zwar mit Ausdauer. Aber was wir beim Blick auf Jesus, wenn wir auf Jesus blicken, dann gibt es dort zwei Dinge, die er uns anbietet. In der einen Hand wird deutlich, bei Gott, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bevollmächtigt uns dazu, nicht nur Anfänger, sondern auch Vollender zu sein. Der Heilige Geist bewirkt in uns die Kraft und die Willensstärke und das Durchhaltevermögen, die Beharrlichkeit, die Ausdauer, um durchzuziehen, um weiterzulaufen. Aber da gibt es noch etwas anderes beim Blick auf Jesus. Und das ist, gerade wenn wir scheitern, gerade wenn wir hinfallen, gerade wenn wir eine Ziellinie mal nicht erreicht haben in unserem Leben, dann blicken wir auf Jesus. Und wenn wir an ihn denken, das werden wir heute auch beim Abendmahl tun, wie er am Kreuz für all mein Scheitern und mein Versagen bezahlt hat, dann sehen wir einen Gott, der gerade in dem Moment, wo ich versage, wo ich scheitere, wo ich es nicht geschafft habe durchzuziehen, seine Hand mir ausstreckt und mit seiner Barmherzigkeit und Gnade sagt, komm, wir laufen weiter. Und der mich hochzieht, der mir vergibt, der voller Gnade und Barmherzigkeit mich ansieht und mir weiterhilft. Und das ist der Schlüssel, um einen Lauf nicht nur zu beginnen, sondern zu vollenden. Wir laufen mit Ausdauer, mit dem Blick auf Jesus hin, der in uns sowohl die Kraft bewirkt durch seinen Geist, als auch mit seiner Barmherzigkeit und Gnade uns vergibt, uns wiederherstellt, uns wieder aufhilft, wenn wir gefallen sind und gescheitert sind und uns hilft, weiterzulaufen. Ich will dich ermutigen, vielleicht hast du
ist abgeschrieben und du denkst, du bist einfach nur ein Anfänger, aber kein Vollender. Das ist nicht das, wozu Gott dich berufen hat. Ich habe für mich entschieden, weil manchmal als Prediger fragt man sich, woran erkennt man eigentlich, ob eine Predigt irgendwie gut war, sinnvoll war oder nicht. Ich habe das mir dieses Mal einfach gemacht. Und zwar werde ich in einer Woche oder sowas ein paar Leute mal fragen, stichhaltig, ob sie folgende Sache gemacht haben. Und daran werde ich messen, ob das heute Sinn gemacht hat oder nicht. Ich habe drei Fragen für dich mitgebracht und ich will dich herausfordern, ich will dich ermutigen, ich will dich überzeugen und ich hoffe, dass diese Predigt dich überzeugt hat, dir drei Fragen zu stellen und dir in der kommenden Woche einmal 30 Minuten Zeit zu nehmen. Einmal 30 Minuten Zeit zu nehmen, um drei folgende Fragen, die können jetzt an die Wand kommen, dir zu stellen. Und dir die Frage zu stellen, welche Gewohnheiten hätten die größte Bedeutung? Also zu fragen, was ist Gott und mir wirklich wichtig? Welche Gewohnheiten bedeuten mir wirklich viel und hätten eine große Auswirkung? Und dann die zweite Frage zu stellen, welche Vorentscheidungen sollte ich jetzt treffen, damit diese Gewohnheiten auch in meinem Leben Normalität werden und sich etablieren? Und drittens, ins Gebet zu gehen und mit Gott zu bewegen, wie reagiere ich auf Widerstände und Versagen? Denn beides wird kommen, wenn du dir etwas vornimmst, wenn du einen Lauf beginnst. Ich hoffe, du schaffst es, dir 30 Minuten Zeit zu nehmen in der kommenden Woche, um das mit Jesus zu besprechen, um das zu reflektieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Musiker dürfen jetzt nach vorne kommen. Wir werden gleich vor dem Abend mal noch ein Lied singen. Und nimm dir jetzt schon mal 30 Sekunden Zeit. Vielleicht lohnt es sich, dein Handy rauszupacken und den Terminkalender einzutragen, wann du dir diese Zeit nehmen willst. Es könnte schon an dieser Entscheidung liegen, ob es was wird oder nicht. Gott segne dich dabei.